Ja. Übrigens heißt die das Unterboden-Kit, was ich jetzt hab, geschnappt. Erstmal Pudel hinterher boosten. Oh Gott, macht mir doch nicht hinzu, ihr Hunde. Ich sehe übrigens hinten fast nichts, Kili, ne? Falls du irgendwie links hinter mir oder rechts hinter mir bist, ich sehe es nicht. Ich kann dir keinen Platz lassen, so richtig. Ich höre nur, dass jemand links neben mir ist. Okay, oder gibst mir einfach innen einer, ist auch eine Option. Ich habe dich bei mir nicht mal berührt. Bei mir hast du schon gegeben, dass ich nach rechts rausgerutscht bin. Wo boostet der mir denn hinterher? Wo bist denn du? Ich muss bremsen in die Kurve, ich krieg die Kurve nicht, ich hab nicht genug Abtrieb. Wir sind in Endlichkeit noch viel weiter. Oh, ich hab schlecht eingelenkt, das ist die andere Option. Ne, ich krieg die Kurven nicht. Das ist ein Problem. Ich glaub, vom Topsy wär's machbar, aber ich krieg die Kurven nicht mit der Karre ordentlich. Boah, zu weit eingelenkt. Jetzt aber. Die Kurve habe ich besser genommen. Da bin ich einfach vom Gas gegangen, habe mich durchrutschen lassen. Bendy-Linie, hallo. Yeah, gerade so durchgekriegt. Ah! Das ist ein übelster Krampf mit der Karre in den Kurven zu bleiben und nicht oben anzuschrammen. Ah! Platz da! Ja, ich glaube, ich hätte dich kriegen können, hätte ich von Anfang an diese Taktik gefahren. Das kann sein. Bin halt die ersten drei Kurven oben angeschrammt immer. Also der geht schon steil. Steil? Hä? Die Weltraumrakete. Kann ich mich ja gar nicht identifizieren damit. Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf dem Kopf? Weil ich hab nicht mein Airride drin. LOL! Ich glaube, ich muss dem zärtliche Gas geben am Anfang. Ja, wäre ganz gut. Oh nö! Und Kurven ist ja nicht so geil. Geht auch bewohnt, das ist ein Shark. Ah, hi. Eichsam. Wollen wir driften einfach ein bisschen, wenn wir es können. Und ziehen dabei Nässe ab. Und hier noch ein paar. Seli? Ja? Was hast denn du da für eine Müsli-Schüssel? Den Ferrari. Ferrari 488 irgendwas. FTB oder so heißt er, glaube ich. Oh! Was macht denn ihr da für eine Aktion? Alter, wie er von mir rumschlingert. Irgendwie zwei Streifen, wa? Oh jo, da schlingerst du direkt mal mit. Da macht der. Abkürzung des Todes. Eiskalt die Tür zu, wa? Mach richtig eiskalt die Tür zu. Wir sind hier bei illegalen Rennen, ja, da muss ein bisschen fair gefahren werden. Bei illegalen Rennen? Bei illegalen Rennen, ja. Siehst du doch, ist kein Verkehr auf der Straße, eigentlich ein legales Rennen. Erstmal mir noch eine geben beim Überholen, wenn ich sage, ist ein legales Rennen. Ah, okay. Ich will alle nur 200 schaffen bergauf, gerade so, ey, das ist. Was? 70? Nee. War es keine 270. Ich war bei 209, bist direkt vor mir und nicht schneller gewesen. Boosten kann ich auch, Kollege. Ich habe nicht geboostet. Ich habe legit nicht geboostet, mich gerade zu überholen. Echt? Ja. Ich habe nicht auf Boost gedrückt, ich habe nur aus der Kurve rausbeschleunigt. Boah, ich dachte, okay, das geht jetzt hart, ne? Da muss ich auch einen Zahn zulegen. Ich hätte nur boosten können, ich habe den nicht angehabt. So, Concentration, ich muss mir jetzt mal hier. It's a bathtub, Madame, der Arno Sharks in bathtub. Oh, hab ich Lags gerade, was soll das denn? Frame Drops oder Lags? Das sind keine Frame Drops. Also, es friert gerade. Ja, du hast. Du teleportierst dich gerade bei uns auch. Nach hinten tatsächlich. Ja.
Sonst hätte ich das Ding jetzt safe gewonnen. Das hätte, ja, das ist relativ wahrscheinlich. Safe würde ich nicht sagen, weil mein Boost frei war. Also ja, ich hatte auch 4 von 5, also... Kann man die eigentlich gleichzeitig zünden, alle 4? Nein. Warum? Weil ich V8 nicht Turbo aufladen will. Ich finde, die klingen so schön, wenn sie nicht Turbo aufgeladen sind. Keine mehr. 2 noch. Hä? Jetzt mir nicht, aber immer noch nicht. Nee. Mehr. Keine mehr, 2 noch. Wer hat denn den letzten genommen? Oh. Erstmal quer gehen. Oh, wir haben fährt unser Exo da. Das ist doch auch ein alter Wagen hochgezüchtet. Ein alter Sportwagen oder so. Was sind das für einer? Hinter dir, Pudel. Also ich glaube, ich kann euch gerade beitreten. Oh, what? Ist dein what? Slot eventuell noch reserviert gewesen? Das wäre ja awesome. Wäre mehr Platz als da. Awesome. Also ich habe einen Ladebildschirm gerade. Tatsache, ich konnte euch beitreten. Nö, ich muss hier driften. Ich bin nicht in Drift gekommen. Fuck. Also Grantelbart, du bist einfach nur gut fahren. Grobelbart. Grantelbart, ist das gleiche. Du bist ein Grantelbart, ey. Was? Du musst ja mit der Karre immer driften, weil die halt kaum einlenkt sonst. Ohne Drift kriegst du halt die Kurven nicht mit der. Gerade die Serpentinen nicht. Aber wir haben beide die Kurve schlecht genommen. Nee, super. Warum? Ich bin der Erste. Nicht mehr lange. Warum sagt wer? Ich. Oh verdammt, die Kurve nicht dafür ich schlecht glaube, genommen. Ich krieg's für noch ein paar Eier mit, ja? Vor allen Dingen sagt wer und wird dann direkt danach geholt, ey. Ametta hat das Spiel verlassen. Fair Lady geht auch gut ab. Was ist der Fair Lady? Lol, jetzt. Sein. Ja, stimmt, wir sind jetzt erkannt. Ja, das ist ein ziemlich ausgeglichenes Rennen noch hier vorne. Ist noch alles drin für jeden. Boah, der Fair Lady als Rally. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Du musst das mal bauen. Achtung, hinter dir ist so ein ekliger Buick. Ich hupe ihn zur Seite. Oh nö, ich krieg die Kurve halt wirklich nicht, dass wenn ich die innen abkürze davor, kriege ich die dann nicht durchgezogen. Nee, Kurven ist der Scheiße, aber Topspeed hat er halt geil. Und driften kann er ganz gut. Zumindest Zweiter. Zumindest Pudel auf den Zweiten verwiesen. Wie nah wir zu dritt aneinander waren. Ja, ich sage, da war für jeden alles drin. Wären ein paar kleine Fehler jemandem passiert, hätte man das ändern können, die Reihenfolge. Oder ein paar mehr kleinere Fehler. Da sitzt jemand. Nee, nicht so unrührig. Ach nö! Margret! Eckart! Wenne! Mal Gas. Mach ich gerade. Meine ich das gar nicht. Ich bin aber neben dir. Ich dachte, du meinst mich deswegen. Nee, ich meinte den anderen da. Ein grobe Board. Der Gott CD rausgehauen hat, der gemeine Hund. Das genau gesehen. Was für ein Dialekt bin ich hier eigentlich? Tut das not, dass der so laut ist? Das muss lauter. Das ist aber nicht original. Pudel, danke fürs Barrieren wegräumen. Safe, bitte, ich denke halt am. Ui, noch mehr Barrieren weg. Ey, Moment mal, wieso fahre ich eigentlich zum ersten hinterher, der falsch fährt? Oh, da fährt noch jemand falsch. Ich hätte einfach hinterher fahren sollen, Knedi. Oh Mann, ey. Das haben wir ja schön verkackt, alle drei.
Einmal, ich hab halt gedacht, ich kann da irgendwie cutten und dann... Einmal ein geschenkter Sieg für Pudel, bitte. Ob ein Inch oder eine Meile Vorsprung. Sieg ist Sieg. Ja, geschenkter Sieg ist auch geschenkter Sieg, ich weiß schon. Ich krieg sogar ohne Bremsen hier die Kurven. Nice. Irgendwie kennst du was anderes mit. Verbindest du was anderes mit Nice als ich? Und da ist gerade ein pinker Diablo. Lamborghini einfach durch die Abstoche gefahren und übel langsam geworden deswegen. Okay. I get it. Speed. Oh nö! Das ist aber eine weite. Oh Gott. Sag mal, was ist denn das? Schon wieder solche Probleme. Die kann ich nicht wegschieben. Es kam heute ein neuer Patch, ne? Die sollte Stabilitätsprobleme fixen. Dankeschön. Meine FPS sind ja stabil, aber. Aber du laggst halt. Es sind halt wirklich einfach nur Lags. Intranet-Lags. Vielleicht ist einfach dein Internet gerade nicht so gut. Macht irgendwas gerade Updates? Mal gecheckt. Jetzt geht's wieder. Gegenfrage, wo bist denn du? Bei welchem Anbieter? Vodafone. Vodafone? Ey. Problem erkannt. Ja. Safe. 1&1 Beste. Bist du eklig? Du nee, aber. Telekom. 1&1 Beste. Auf gar keinen Fall Telekom. Glasfaser Telekom schon. Nein. Doch, Glasfaser Telekom ist nice. Viel zu übertrieben teuer. Das stimmt, aber ich habe das seit. Jeder andere Anbieter. Ich habe das seit 3 Jahren und ich habe den besten Upload meines Lebens und ich habe noch nie Probleme gehabt. Was hast du für einen Upload? 50 Mbit. Ich brauche eine 100 Mbit Leitung. Wow.